Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal bzw. zu einem neuen Podcast für alle Podcast-Hörer. Links sind dazu in der Videobeschreibung, gibt's auf Spotify, Google Podcasts und so weiter. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Video an, denn ich habe hier den Hage Baumarkt Feuerwerksprospekt 2020-21. Den habe ich zugesendet bekommen vom Fox Pyro, habe ich in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Schaut auf jeden Fall bei dem alle rein. Sein Instagram-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Abonniert ihn alle. Richtiger Ehrenmann, dass er mir das hier zugesendet hat. Den Hagebaumarkt-Prospekt mit den Neuheiten und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal mit der Vorstellung hier an. Wir haben hier als allererstes Produkt den Pyro Conversion. Für 20 Euro kann man mit der Comet Giant vergleichen, die es ja immer im Aldi Nord gab. Da ist quasi eine Fontäne am Anfang mit ein bisschen Crackling, ein bisschen Gold-Effekt. Und am Ende dann ziemlich große Zerleger. Auf dem Produktvideo sahen die ziemlich ordentlich aus für 20 Euro. Ungefähr in der gleichen Liga wie die Comet Giant. Kann man auf jeden Fall mal machen. Dann rechts daneben voll krass Raketensortiment. Da müssten 7 Raketen drin sein. Bisschen Kleinkram und so weiter. Kann man mal machen. Aber würde ich eher das Fire Fantasy aus dem Lidl empfehlen, dass er dieses Jahr nochmal wegen der Mehrwertsteuersenkung günstiger geworden ist. Die ist hier auch, aber... Naja, wer Nico Artikel haben will, kann hier zugreifen, müsste auch das ungelabelte Ultimate Mix sein, was auch im Norma für 3 Euro weniger gibt. Auf jeden Fall, wenn ihr Norma habt, da kaufen. Dann in der Reihe darunter links das Metalhead, also das ungelabelte, für 15 Euro sind da fette Raketen drin, kann ich definitiv empfehlen, sind richtig schöne Nico Raketen, ich meine für den gleichen Preis auch im Norma erhältlich, könnte sein, dass es da günstiger ist, muss man mal gucken, wenn das Prospekt dieses Jahr draußen ist. Aber ich würde sagen, das kann man sich mitnehmen. Die Nico-Raketen gehen auf jeden Fall klar. Und dann rechts daneben haben wir den P-Rex. Hatte ich auch schon auf dem Vorschießen gesehen. Also die meisten Produkte, die keine Neuheiten sind, die Batterien, Verbünde und sowas, habe ich schon auf dem Vorschießen letztes Jahr gesehen. Wird ja dieses Jahr leider nicht stattfinden. Auf jeden Fall gab es da den P-Rex und der war wirklich extrem heftig. Also ein richtig, richtig gutes Finale kann man definitiv mal machen, der P-Rex. Also, wenn großes Budget hat und ein Finale sucht, auf jeden Fall hier zugreifen. Das ist so eine 360-Grad-Batterie für 30 Euro. Also, das Finale ist mit den Crackling-Kometen auf jeden Fall echt heftig. Auch Zerleger am Anfang in 360 Grad. Wirklich, wirklich cool. Dann in der Reihe darunter links der Sky Racer für 30 Euro. Ja, Verbund würde ich sagen. Effektvideo anschauen finde ich für 30 Euro aber überhaupt nicht schlecht. Trotzdem, der Showmaster von Lidl macht da einen wenig besseren Eindruck. Trotzdem Produktvideo anschauen, gilt eigentlich bei allen Verbünden, sage ich immer wieder. Dann rechts daneben eine Neuheit für dieses Jahr. So, das ist die Samurai für 5 Euro. Etwas schwach das Produktvideo, sah ungefähr wie eine Komet. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, gibt es auf jeden Fall im Sonderpreisbaumarkt und beim Groschenmarkt, das ich dieses Jahr schon vorgestellt hatte. Auf jeden Fall gab es die da von Comet für 3,50 Euro. Hatte auch 15 Schuss, ungefähr ähnliche Effekte. Hier auch viel Crackling dabei. Effektvideo war eher schwach, ein paar Blinker glaube ich und am Ende Crackling. Für 5 Euro kann man machen, ist jetzt aber nicht die allerbeste Empfehlung. Und dann haben wir auf der nächsten Seite hier ganz oben eine Batterie aus der Profiline von Nico, die 450 für 30 Euro, hat mich wirklich auf dem Vorschießen letztes Jahr überrascht. Das waren fette Zerleger dabei, am Anfang etwas kleinere und am Ende dann richtig große 30mm Teile. Also kann man wirklich mal machen, 30 Euro fürs größere Budget, auf jeden Fall als Finalbatterie, kann man auch als 0 Uhr Batterie schießen, finde ich wirklich gut, steigert sich auch immer so ein bisschen, die Kaliber werden größer, muss ich sagen, hat mir die Batterie wirklich gut gefallen. Rechts daneben dann für 17,99 Euro die Blackbox, etwas eintönig, gibt immer einen Heuler mit Feuertopf und Zerleger, naja, wer drauf steht, kann sich's mitnehmen, trotzdem würde ich die jetzt eher für 18 Euro liegen lassen. Dann in der Reihe darunter haben wir hier für 25 Euro die Profiline 410. Ja, die ist so, naja, teilweise auch im Fächer geschossen, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe.
Auf jeden Fall, das Produktvideo war jetzt relativ normal, viele Standardeffekte dabei. Würde ich für 25 Euro eher was anderes empfehlen, da kriegt man schon mal so einen kleineren Verbund. Dann rechts daneben Overload für 20 Euro ist, glaube ich, die umgelabelte Der Klopper von Nico, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Für 20 Euro wenig teuer, kann man sich die böse Oma für den Hälfte der Preis mitnehmen. Sind ungefähr die gleichen Effekte, vielleicht ein bisschen schwächer, aber hier ungefähr die gleiche Schusszahl, also 50 Schuss bei beiden. Oder die Painted Sky, die ja wahrscheinlich aus dem Lidl dieses Jahr rausfliegen wird. Oder halt Der Klopper von Nico gibt es ja zum Beispiel bei Groschenmarkt. Dann rechts daneben Midnight Special für 20 Euro, so ein kleinerer Verbund. Billig verbunden, ein paar Kometen dabei, am Ende dann Zerleger. Naja, also wer sich nur diesen Verbund kauft, kann es machen und keinen Bock hat, irgendwas anderes zu machen. Trotzdem kann man sich doch einfach billig Batterien nehmen und die verleiten. Dann in der Reihe darunter links Joker für 3 Euro sind halt so ein paar Kometen mit so Crackling dazu. 50 Schuss, relativ schnell geschossen, ist glaube ich auch eine Neuheit dieses Jahr. Für 3 Euro, wer es mag, kann es mitnehmen, trotzdem, naja. Also auf jeden Fall kann man sich da auch eine Powerbox zum Beispiel mitnehmen von Lidl. Oder gibt ja eigentlich fast überall die Powerbox. Dann rechts daneben Extreme, 91 Schuss. Lasst euch von der Schusszahl nicht blenden, sind nur Feuertopfschüsse. War ich auf dem Vorschießen letztes Jahr auch relativ enttäuscht. Die fand ich nicht so gut, wurde krass angepriesen im letzten Jahr als leise Batterie, tierfreundlich und so weiter. Fand ich eher enttäuschend, die Brenndauer war jetzt auch nicht so geil, für 9 Euro nicht empfehlenswert. Rechts daneben dann Hurricane für 10 Euro, schwache Zerleger, ein bisschen Kometen dabei, würde ich für 10 Euro wirklich nicht empfehlen, da kann man sich bessere Batterien kaufen, zum Beispiel aus dem Lidl, da kriegt ihr eine Uranus oder sowas, da seid ihr besser bei bedienen oder eine Firefighter. Die würde ich da eher empfehlen. Dann rechts daneben Eclipse für 15 Euro. Etwas schwach die Zerleger, fand ich für den Preis von 15 Euro. Ungefähr auf Hellboy-Niveau, würde ich sagen. Alles mit Crackling, auch verschiedenes Crackling, auch verschiedene Sterne dabei. Von der Abwechslung ganz schön. Wenn die Zerleger besser aufgehen, auf jeden Fall ganz okay für den Preis. Wenn die so sind wie im Produktvideo, dann würde ich die eher nicht empfehlen. In der Reihe darunter links dann Funkenflug für 4 Euro, eine schöne Fontäne. Kann man mal machen, etwas Abwechslung, auch mal eine Nico-Fontäne ins Sortiment nehmen, falls man zu Hagebaumarkt fährt. Aber sonst kann ich eigentlich als Alternative die Pegasus aus dem Aldi Nord empfehlen oder Aldi Süd, der gibt es hier unter dem Namen Merlin. Dann rechts daneben Goldvulkan von Nico, war ja klar, für 8 Euro. Finde ich etwas zu teuer, eher die Bugano-Vulkane von Vico mitnehmen, der hier ist etwas schwächer und hat auch nicht so eine große Steighöhe. Rechts daneben dann eine Neuheit, die Donnerröhren, das sind die quasi die Double Power in der Nico-Ausführung. Gibt es ja für 1 Euro weniger von Vico quasi bei Lidl oder bei Aldi oder fast überall, bei Kaufland glaube ich auch. Hier finde ich die Nico tatsächlich, habe ich ja schon ein Video hochgeladen, könnt ihr gerne reinschauen, sind ja auch bei Norma dieses Jahr erhältlich. Hier für 4 Euro, also etwas teurer. Trotzdem muss ich sagen, haben mir die Nico auf dem Produktvideo etwas besser gefallen. Die Standzeit war ein klein wenig länger. Die Effekte waren noch ein bisschen besser ausgeprägt. Der 1 Euro mehr ist vielleicht gerechtfertigt. Aber kann man sich auch die Veko-Teile mitnehmen. Nimmt sich nicht viel. Auf der nächsten Seite haben wir dann ganz oben die Crackling-Maschinen. Auch eine Neuheit. Sind wieder nur Kometen. Mit so einem kleinen Crackling-Feuertopf für 10 Euro 200 Schuss relativ schnell geschossen. Ist jetzt nicht so mein Fall, würde ich auch nicht empfehlen. Kann man sich eher eine Powerbox zweimal mitnehmen oder so, das ist ein ähnlicher Effekt. Dann rechts daneben Feuertonne für 13 Euro. Finde ich deutlich zu teuer, das ist auch eine Neuheit aus diesem Jahr. Aber das sind, also es ist wirklich fettes Crackling. Der Effekt ist wirklich geil, aber der Preis geht gar nicht meiner Meinung nach. Das ist so eine typische Mogelpackung. Das Teil ist wirklich riesig und da kommt auch ordentlich was raus, aber den Preis von 13 Euro rechtfertigt das nicht. Rechts daneben ein volles Rohr, 200 Schuss Röli, komplett überteuert mit 15 Euro, überhaupt nicht empfehlenswert. Meiner Meinung nach sollte diese Röli-Batterien definitiv aus dem Sortiment genommen werden. Die sind richtig schlecht für den Preis. Rechts daneben dann für 20 Euro so ein dickeres Batteriesortiment. Den Namen kann man hier leider nicht erkennen, die Qualität ist etwas schlechter, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm.
sind einige Batterien dabei, sieht so ähnlich aus wie das Jewels of the Sky von Lidl. Aber hier sind ein paar mehr Batterien dabei, sieht auf jeden Fall wirklich vielversprechend aus eigentlich, muss man mal ein Produktvideo abwarten. Gibt es bestimmt Videos auf YouTube oder so, habe ich jetzt nicht viel zu gefunden. Trotzdem kann man sich auch das Jewels of the Sky mitnehmen, obwohl das hier sieht auch ganz interessant aus, mal was von Nico. In der Reihe darunter links dann Home Run, ein Verbund, wie gesagt, Effektvideo anschauen, viele Kometen dabei. Rechts daneben dann Crossbone, Verbund, Produktvideo anschauen, für 40 Euro finde ich den Verbund persönlich aber auch nicht schlecht, Vorschießen war da relativ gut. Und rechts daneben dann auch einer meiner Lieblingsverbünde hier im Hagebaumarkt, habe ich schon zweimal live gesehen, einmal auf dem Vorschießen, einmal hatte der Nachbar den. Auf jeden Fall ein fettes Teil, 30mm Kaliber durchgehend. Richtig schöne Effekte sind diese Nico 13 Schüsse, viermal miteinander verbunden, meine ich. Also wirklich tolle Teile, auch dieser Tanz der Vampire Effekt mit dabei. 50 Euro und wenig teuer, aber trotzdem absolut geiles Teil meiner Meinung nach. Dann nochmal ein fetter Verbund hier, die Supernova für 70 Euro. Naja, Effektvideo anschauen. Rechts daneben Sonic Boom, sah ziemlich vielversprechend aus, das Effektvideo. 100 Euro, etwas teuer. Aber schaut euch das selber an und bildet euch eure eigene Meinung. Das gleiche gilt auch für darunter links die Profiline 4XL. Auf jeden Fall Video anschauen, sag ich immer wieder. Und dann auf der letzten Seite haben wir nochmal ein paar Raketensortimente. Und als allererstes hier oben links Lucky 8 für 3 Euro, drei große Crackling-Bälle. Absolut geile Teile, die von Nico haben ja auch eine ganz gute Performance gemacht. Kann man definitiv mal mitnehmen für den Preis und mal austesten, so im Vergleich mit Xplode oder so. Aber Heron sind ja die unübertroffenen, habe ich auch ein Video schon zu gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Trotzdem hier von Nico finde ich die auf jeden Fall auch nicht schlecht. Rechts daneben dann Furious Mix für 30 Euro, sind viele Raketen von Nico mit dabei und ein wenig Kleinkram. Wenn ich das richtig erkennen kann, sind das 25 Raketen, also es ist ein ordentlich fettes Sortiment und viel Kleinkram auch da drin, Böller, leider sehr viel F1, Vögel auch für 30 Euro, naja, kann man sich auch andere Sortimente mitnehmen, zum Beispiel ein Area of Rockets kaufen und dann dazu noch so ein Feuerfeger ungefähr, da hat man die gleiche Mischung, ungefähr so ähnlich, 30 Euro, naja. Finde ich jetzt nicht so besonders. Darunter links dann Nico D schicken, 5 Euro. Der Preis ist absolut okay. Die Nico D Böller haben ja immer eine ganz gute Performance abgeliefert. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht für den Preis. Den Schinken im Discounter- bzw. Baumarktbereich kann man sich auf jeden Fall mitnehmen vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und darunter links dann einmal Wild 10 für 10 Euro. 10 Nico-Raketen kann man machen, ist okay. Trotzdem könnte man sich auch das Highspeed-Bombs aus dem Lidl mitnehmen. Und dann rechts daneben das Mainstream Raketensortiment, also Familienmix-Sortiment, wenn ich das richtig erkennen kann, für 15 Euro ist so ähnlich wie das World Champion, bloß ein wenig besser, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, das ist das ungelabelte Hamsterkauf, wenn ich mich nicht irre. So ein paar Rülis dabei, ein paar Raketen, müssten 9 Raketen sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ein paar Böller dazu. Kleinkram, so Fontänen und so weiter. 15 Euro, eigentlich ganz okay. Und dann rechts daneben Wheels of Fire für 25 Euro. Das ist, glaube ich, das... ich vergesse immer den Namen aus dem Norma. Muss ich mir... müssen wir auf den Prospekt warten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall sind da auch die Kugelkopfraketen dabei. 4 Stück. Den Rest Nico-Raketen sind insgesamt 21 Raketen. Auf jeden Fall für 25 Euro ganz gut, aber ich glaube im Norma für 20 Euro dann etwas günstiger. Und das war's auch schon mit dem letzten Produkt. Insgesamt gefällt mir das Sortiment eigentlich ganz gut. Was Schlimmes wurde jetzt nicht rausgenommen. Aber dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal, haut rein, abonniert meinen Podcast und ciao, bis zum nächsten Mal.